der auch? Na komm. Aber das ist aber wirklich eine geile Stelle für einen Hinterhalt. Muss man schon sagen. So, der ist auch tot. Eigentlich rennt da nur noch einer, den ich jetzt gesehen habe. Oh. Hallo. Was macht ihr hier vorne? Ich hoffe mal, dass der Typ da hinten nicht wirklich wichtig war. Beziehungsweise der noch lebt. Ach, scheiße, keine Muni mehr. Ja, ist doch okay. Kann ich hier runterfallen? Alter, sag jetzt nicht, ich kann... Oh, muss ich echt die Leiter nutzen? Was ist das denn für ein Scheiß? Und dann geht er auch wieder hoch. Ist der denn doof im Kopf oder so? So. Nach unten gucken. Alter, ich drück doch nach unten. Sei mal nicht so zickig hier. So. Zack. Vor allem, dass der Dinkel den Absatz nicht runterspringen kann, ne? Wo kam die jetzt her? Ah, von da. Ja, natürlich komme ich hier nicht hoch, ne? Natürlich muss ich hier diese kleine Auffahrrampe hochgehen. Obwohl da Wasser ist, ne? So, mal sprinten. Da hinten kommen die schon wieder. Alter, die hat aber wirklich einen Steuerkreis ohne Ende, Alter. Ist ja wirklich von der von so ein böse. Gut, dann kriegen die halt mal eine Schrotkugel in den Torso. Wenn die. Ja gut. Wenn die dich genug dran sind. Hä? Da geht's. Auch weiter? Nö, gut. Natürlich hier hinten. Nur wegen so einer Pistole. Ja, gut. Wir wechseln mal. Schrotflinte ist kacke. So. Kann ich mehr mit der Pistole anfangen? Kann ich mir jetzt zum Fernkampf gehen? Gut, auch wenn ich gut bin, vielleicht mal nur ein Schuss. So, einfach mal. Alter, ich habe jetzt zwei Leute mit 16 Schuss eliminiert. Das Ding macht. Ist eine super Quote! Fuck. Da waren auf jeden Fall zu viele. Und auf normal oder so wäre ich jetzt schon tot. Komm, zeig dich. Immer dieser Lockschuss, ne? Das ist immer so geil. Wo ist der andere Vogel? Ach, da hinten steht er. Wollt doch mein, kipp um, du Sau. Nein. Nein. Dadurch. Oder? Ja, genau. Checkpoint erreicht. Sieht schon mal super aus. What the fuck? Wieso kommen denn da vier Leute um hier? Und wieso hat mein... Ja, natürlich. Ich habe eine Schrotflinte, ne? Die hat einen Streukreis von, was weiß ich was. Aber... Er tötet die Gegner nicht, ne? Auch geil. Ja, lad nach, Mann. Dass der mal so durchgeladen hat. Oh, der hat ein Medikit bei gehabt. Rechts, links. Hm? Nö, nix. Oh, scheiße! Da sind ein paar MG-Stützen mit bei. So, und... So, ich hoffe, der ist tot. So, zack, nachladen. Das MG ist saustark. Was ich eigentlich auch gleich mitnehmen werde, das werdet ihr dann gleich sehen. Vor allem 250 Schuss oder so hat das Ding. Oder 100? 100 oder 250 Schuss auf jeden Fall. So, meine Fresse. So, zack, 100 Schuss, okay. 300 Schuss habe ich jetzt mit. Super! Geht richtig ab, das MG. LMG, besser gesagt. Na gut, an sich sieht es aus wie ein MG. Ist ja vorne noch. Hä? War ich hier nicht schon? Natürlich war ich hier schon. Ach so, das. Das ist dieser Scheißraum hier. Jetzt darf ich hier wieder erstmal wieder 1000 Jahre hin und her rennen. Und den richtigen Eingang suchen. Ich bin der Meinung, der lag hier irgendwo übelst versteckt im Dunkeln.
Was? Nee, doch nicht. Nein. Ich glaube nicht, dass er mit dem Ding schneller rennt, oder? Mit der Pistole? Was? Doch nicht! Nein, falsche Waffe. So, MG raus. Kann ich doch nicht mal zeigen. Also an Zoom kann man damit nicht. Schon mal. Naja. Man sollte damit schon treffen können. Aber es ist super. Aber ich war doch hier schon, oder nicht? Du hast halt jetzt schon hier ein anderer Raum. Gut, aber hier sind Gegner, also muss das schon hier anderer Raum sein. So, machen wir den noch weg. Das waren mal 100 Schuss. Die ich da fix mal durchgesiebt hab. Alter. Junge, bleib stehen. Okay, da ist eine Leiter. Da war eine Leiter. Da kann ich runter. Ja. Super, jetzt liegt hier für die andere Waffe Munition. Super. So, X. Ich guck jetzt wieder nach unten und drück nach unten. Oh, er macht das mal, was ich will. So. Tag, Leute. Ich bin hier, um euch zu töten. Natürlich werde ich jetzt hier erstmal kurz im Kreis laufen und kurz mal gucken. Ja, ob hier noch Gegner sind oder nicht. Weil die können mich ja immer noch trotzdem noch von oben beschießen. Bescheißen, wollte ich jetzt sagen. Aber ich glaube nicht, dass die irgendwie dann hinkriegen, mich zu bescheißen. Was? Wo? Da. Komm, sterb. Da ist noch... Ah, da ist noch, ne? War super. Ja, pam, pam. Nee, ich muss noch weiter tiefer. Glaube ich zumindest. Ich werde mal meine ganzen Waffen nachladen. So, nachladen, nachladen, nachladen. Weil da... Ach so, nee, warte mal. Nee, geht ja gar nicht tiefer. Das heißt... Da hoch? Ne. Da weiter? Ne. Da hoch? Ja, das ist jedes ein, das ist der Abschnitt, glaube ich, wo ich mich 1000 Jahre aufgehalten habe. Das müsste hier Captain doch Templer, richtig sein. General Wharton musste den Evakuierungspunkt aufgeben. Es sind einfach zu viele von denen. Wo ist er denn? Ach, da hinten. Da ist er gar nicht. Wo hat er mich denn... Hä? Wie konnte er mich denn anquatschen? Er war doch gar nicht da. Oder habe ich einen Funkknopf im Ohr? Aber ich habe keinen... X gesehen. So, tot. Oh! Spongo hier kann ja nicht mal springen, Mann. Stimmt ja. Dadurch. Super, warum haben die hier alle jetzt diese Munition? Wo ich die Waffe weggeschmissen habe. Da. Sichern Sie diesen Raum. Halten Sie ihn auf. Ja, ja. Schnauze damit aufhalten. Vergiss es. Haltet mich nicht auf. Bam. Oh, schade. Alter. Zum Glück ist das nur ein Hologramm. Ja, die brauchen aber wirklich schon wieder 1000 Schüsse, ne? Da. Du schon hier. Vor allem, die MG-Schützen, die sind halt auch eine Nummer stärker Soldat. Sag ich jetzt mal. Die halten wirklich extrem viel aus. Das ist wirklich schon jenseits von Gut und Böse. Ach, das... Nee. Jetzt ist der Raum da, wo ich erstmal... Bin ich da? Hier war irgendwo total versteckt dieser scheiß Ausgang. Den ich nie gefunden habe. Ha, jetzt habe ich ihn gefunden. General! General Wolf! Thank you.
So trifft man sich also wieder, Templer. Ich hoffe, du freust dich. Luger. Das kann doch gar nicht sein. Glaubst du? Ich habe den Abschuss 6 Wochen früher gemacht. Anscheinend habe ich Talent. Ja, eins von vielen. Ich sollte den General hier treffen und keinen Scharfschützen. 4 Scharfschützen, um genau zu sein. Wharton hat mich angewiesen, dich hier zu treffen. Er sagte, du würdest mir Einsatzbefehle geben. Dir Einsatzbefehle geben? Sollte der General nicht Durchführbarkeit vor... naja, alles andere stellen? Wie willst du jetzt vorgehen? Unser Auftrag ist die Evakuierung eines Agenten namens Colonel Harker. Er ist irgendwo in den Slums eingeschlossen. Aber der General braucht das hier, um die SD-Plattform wieder zu aktivieren. Los, finden wir ihn. General am Deck! Vor einer Stunde habe ich Sie angewiesen, mir zu melden, wenn es auch nur die Spur eines Fortschritts gibt. Seit einer Stunde warte ich auf Ihre Meldung. Und jetzt sagen Sie mir, warum? Tut mir leid, General. Ohne General Whartons Sicherheitsschlüssel können wir nichts unternehmen. Ohne ihn kann der zentrale Prozessor... Habe ich um einen technischen Vortrag über diese Plattformen gebeten? Nein! Weil ich diese verdammten Dinger kommandiere. General Wharton hat es irgendwie geschafft, sich zu verirren. Also werden wir die Sicherheitsschlüssel vorerst nicht bekommen, wenn überhaupt. Sicher findet ein Meistertechniker ihres Kalibers einen Weg, die Waffen wieder in Gang zu bringen. Nein. Nein? Glauben Sie an Gott? Oder haben Sie ihn etwa durch ein allmächtiges technisches Gerät ersetzt? Nun, was auch immer Sie anbeten... An Ihrer Stelle würde ich jetzt beten, dass Wharton wieder auftaucht. Jo. Da hatten wir jetzt eben den letzten, ja, den Abschluss-Cutscene zum zweiten Level. Und zur zweiten Mission, besser gesagt. Fortsetzen. Natürlich, Speyer, der ist wieder oben rechts. Und da unten steht wieder Killzone. Copyright natürlich geschützt. So, wir haben jetzt den Templer und Luger. Und ich werde mit Luger spielen. Allein wegen Scharfschütze und so. Richtig geil. Und die schallgedämpfte Waffe ist auch Bombe. Muss man echt so sagen. Diese Tunnel führen uns zurück zur Oberfläche. Und wir haben jetzt hier Luger. Ihn immer mit dabei. Tunnel. Da geht der Tunnel jetzt raus. Ich kann natürlich auch, genau, Thermo anmachen, aber glaube ich auch Nachtsicht, glaube ich. Select. Ah, gelangen Sie in den Park, okay. Mit Select finde ich meine Dingens. Ich höre etwas, sieh mal nach. Ah, okay, Thermalsicht. Super. So blöd bin ich da auch nicht, dass ich dazu irgendwie was haben muss. Vor allem, man hört wirklich die schallgedämpften Schüsse und die wissen an sich auch, wo man ist, aber trotzdem ist die Waffe hier extrem geil genau. Gut. Vor allem, man braucht wohl wirklich wenig Schuss, um halt die Gegner auszuschalten. Das ist einfach nur das Geniale an der Waffe. Man sollte auch, wenn man mit der Waffe trifft, ne, heißt es natürlich. Und ich bin am Arsch, wenn ich jetzt keine Medikits finde. Oh, doch, finde ich. Okay, ist voll und so. Bravo, Einheit. Wir haben Kontakt mit Alpha-Einheit verloren. Achso, aber das ist eigentlich im Übrigen eigentlich müsste nur eine umgebaute Pistole sein. Müsste, eigentlich. Nachladen. Kann hier natürlich auch überall drüber klettern, wie auch immer. Und da hinten ist auch schon der Ausgang. Rechts, ja, rechts hoch. So, klack, klack, klack. Von hier aus kommen wir rauf in den Bahnhof. Von da aus gelangen wir in den Park. Und zu den Slums. Jo. Okay.
Dun, 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 dun. Alter, diese elendlange Leiter, ne? Alter, wie weit geht die denn noch? Oh, hier wird aber schon hier hart geballert. Checkpoint erreicht, das ist super. Weiter ins, Leute. Was geht ab? Lasst mich mal hier durch. Warten Sie auf uns! Nö, keine Zeit. Ich habe hier einen Auftrag zu erledigen. Und Zeit ist Geld und Geld haben wir nicht, also haben wir Zeit wirklich auch nicht. Hier drüben! Was bist denn du für eine? Ach, Russ und Aufkleber. Die haben sich in dem anderen Gebäude verbarrikadiert. Jemand muss darüber gehen und die Tür aufsprengen. Luger, du bist dafür am besten geeignet. Die Ladung ist bereits an der Tür. Sie müssen die Brücke überqueren und sie aktivieren. Oh ja, Arschgesicht, ey. Muss ich natürlich wieder... Was ist? Ich öffne die Tür ein bisschen, dann können sie rauskriechen. Ich glaube, das hätte ich jetzt gerne gewusst. Los! Wer würde es jetzt machen, wenn ich Luger nicht gespielt hätte? Auch trotzdem Luger oder hätte ich das selber als Templer machen müssen? Das wäre jetzt natürlich wirklich sehr, sehr mach die Ladung scharf und komm zurück. Interessant. Lauf, Forrest! Gute Arbeit. Oha, da wurde aufgeräumt. Und wir müssen da so lang, also von daher. Halt nur, wir mussten halt in Deckung gehen. Beziehungsweise so weit zurückgehen, weil ansonsten hätte es ja nicht hingehauen. Ansonsten wäre, glaube ich. Obwohl, war ja eine Sprengladung und die hätte auch normal in die Luft gehen müssen. Aber bei manchen Spielen. Fragt mich jetzt nicht bei welchen. Das habe ich aber schon mal erlebt. Dass ich habe eine Sprengladung gesetzt und musste. Tag übrigens. Auf zurück. Also auf eine wirklich eine bestimmte Entfernung zurück. Damit die Sprengladung wirklich gezündet wird vom Spiel. Also war auch hier so eine Sprengladung mit Zeit. Beziehungsweise aktivieren und dann geht sie irgendwann hoch. Eigentlich. Ich habe dann gewartet. Halt, sag ich jetzt mal, hier war die Sprengladung. Und ich habe mich dann halt so hier versteckt. Das hat nicht ausgereicht. Ich musste echt bis da hinter der Wand gehen. Beispielsweise. Und dann ist die erst hochgegangen. Also das war schon nervig, bevor ich das erst rausgekriegt habe. Ich dachte so, meine Fresse, hab ich das Spiel schon hier gecrashed oder so. Aber naja, gut, zum Glück nicht. War halt bloß nicht in dem Sicherheitsabstand, den ich jetzt, nenne ich das jetzt mal, wo das Spiel mich eigentlich gesehen haben wollte. Kann jetzt mal bitte sterben? Geht doch. Komm, Latna. Nicht? Doch, eigentlich doch, oder nicht? Geht nicht hier weiter? Wer ist hier? Okay. Ich hab's nichts gesagt, da ist nur einer. Na komm. Da sind noch mehr. Ja, genau, jetzt. Man muss wirklich alle töten, denn da unten stand ich ja eben ja schon vor. Aber naja, egal. Ich habe, glaube ich, noch nie einen mit einem Messer gekillt. Ich glaube, das muss ich mal nachholen. Da ist der Ausgang des Parks. Gehen wir. Aber ich glaube so. Oh, das war schon, vortesten. Aber ich glaube, so wirklich mit einem Messer einkillen, wird schon schwer. Weil ich weiß nicht, wie weit oder inwiefern man sich da anschleichen kann in dem Spiel. Wir müssen Colonel Harker irgendwo in den Slums finden. Im Park müsste ein Eingang sein. Und wir wissen immer noch nicht, wo General Wharton ist. Wir müssen vorsichtig sein. Das wird kein Spaziergang. Naja. Der hat übrigens Snipergewehr gehabt. Gucken, ob ich das krieg. Wenn ich das gegen diesen Dingens gegen das Messer eintauschen. Falsche Taste. Gut, das wird jetzt auf jeden Fall nix da mit dem Dingens. Mit Messerkill. Zack. Ey, Sniper ist wirklich One-Shot und das ist richtig geil. Die bringt auch wirklich was. Ja. Bringt halt wirklich schon Vorteile, wenn man da halt wirklich auf einer größeren Entfernung denn ein paar Leute hat,
gehen natürlich, wie gesehen, sehr scheiße in Deckung.